Fröhliche Weihnachten! Heute ist der 24. Dezember, das heißt, wir werden heute unsere letzten beiden Adventstürchen öffnen. Aber dafür sind es heute echt wieder schön große Adventstürchen, passend zum 24. Dezember. Und uns erwartet heute zum einen von Mio Strassfert diese große Tüte und zum anderen von der Glossy Horse Box eine Glossy Horse Box. Wo ich mal echt jetzt gespannt bin, ob das wirklich eine Glossy Horse Box ist oder ob die einfach nur den Karton verwendet haben, einfach um nochmal zu signalisieren, dass die Adventsboxen ja auch von der Glossy Horse Box waren. Aber bevor wir jetzt die letzten Türchen aufmachen, möchte ich es einfach nochmal kurz Revue passieren lassen. Ich muss mich sagen, so, ich fand, das war ein richtig schöner Adventskalender. Es wird auch definitiv noch ein gesondertes Fazitvideo geben. Ich werde das nicht wie letztes Jahr alles an einem Stück am 24. Dezember machen, weil ich glaube, das war doch etwas zu lang. Aber ich muss sagen, es gab wirklich viel, viel schöne Sachen dieses Jahr. Es gab auch ein paar negative Dinge. Zum Beispiel warte ich immer noch auf die Ersatzlieferung von Mio Strassfert. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden. Aber jetzt will ich dich auch nicht und auch mich nicht länger auf die Folter spannen. Packen wir einfach das 24. Türchen von Mio Strassfert aus. Und ich muss sagen, jetzt wo ich sie das erste Mal richtig greife, es fühlt sich tatsächlich nach dem an, was ich vermutet habe. Nämlich nach einer Schabracke. Und die fühlt sich an wie eine kleingesteppte Schabracke. Jetzt bin ich wirklich einfach mal gespannt, von welcher Marke sie ist. Und vor allen Dingen halt auch, welche Farbe drin enthalten ist. Weil ich erinnere nochmal daran, ich habe damals bei der Bestellung mit angegeben, dass ich gerne knallige Farben möchte. Also gehe ich jetzt auch stark davon aus, dass hier drin jetzt auch eine knallige Farbe drin enthalten ist. Wenn nicht, sage ich jetzt schon mal, dann wäre ich wirklich enttäuscht. Aber packen wir einfach mal aus. Ja, die Farbe sieht gut aus. Und zwar... Ah! So. Ist das eine Giftgrüne, und ich sehe es gerade schon hier auf der anderen Seite, mit einem Strasseinhorn drauf. Da habe ich es ja doch noch bekommen, mein Strasseinhorn. Und auf der anderen Seite ist es auch noch drauf. Also das finde ich mal eine richtig, richtig schöne Idee. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich die Marke noch finde, aber die Marke von der Schabracke finde ich jetzt nicht. Und, aber sie fühlt sich echt gut an. Die Schabracke ist relativ dünn. Die Farbe ist definitiv meine Farbe. Und halt auch, dass jetzt hier ein Strasseinhorn drauf ist, finde ich auch richtig schön. Also das finde ich ein richtig schönes 24. Türchen. Das ist definitiv ein richtiges Highlight im Adventskalender gewesen. Ja, und dann packen wir jetzt einfach mal diese große Adventsbox aus. Wo ich, dadurch, dass es ein Karton ist, wirklich ja auch nicht richtig ertasten kann, was drin enthalten ist. Ich versuche es aber mal. Also es fühlt sich sehr prall gefüllt an. Es könnte da drin tatsächlich auch eine Schabracke enthalten sein, weil wenn man drauf rumdrückt, ist es relativ weich und es rappelt auch absolut gar nichts, wenn man ihn mal ein bisschen so schüttelt. Aber packen wir es jetzt einfach mal aus. Und siehe da, ich hatte recht. Es ist eine Schabracke und ich sehe es schon. Auf den ersten Blick, es handelt sich hier um eine Schabracke von Eskadron. Was ich total süß gemacht finde, ist, dass jetzt das hier nochmal mit so einer Schleife zusammengebunden ist. Das macht irgendwie nochmal so ein bisschen diesen Flair vom Heiligen Abend, dass es wirklich ein Geschenk ist, irgendwie nochmal deutlicher. Also ich glaube, dass dieses Geschenkpapier so Weidenlitze ist. Also Nessa, falls du noch Weidenlitze brauchst, ich hätte dann jetzt hier was. Und so sieht die Schabracke dann nochmal in voller Größe aus. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, ich habe keine Ahnung, um welche Farbe es sich hierbei handelt. Okay, jetzt habe ich noch mal genauer geguckt. Es ist eine Schabracke aus der Next Generation Kollektion. Demnach müsste das eigentlich entweder Mango sein oder aber Orange. Ich glaube, es heißt Orange, die Farbe. Hm, ja, werde ich auf jeden Fall definitiv noch mal genauer in Erfahrung bringen. Welche Farbe das jetzt genau ist. Finde ich aber definitiv eine schöne Idee und hätte ich jetzt auch in den kleinen Adventsboxen nicht unbedingt erwartet, dass da am Ende doch nochmal eine komplette Schabracke drin ist. Gefällt mir definitiv richtig gut. Das Problem ist nur, ich habe dazu keine passenden Bandagen.
und auch keine Fliegenhaube. Also werde ich mir die wohl noch anschaffen müssen. Ja, und das war's dann jetzt auch mit dem Adventskalender für dieses Jahr. Ich hoffe, die Reihe hat dir genauso gut gefallen wie im letzten Jahr. Mir auf jeden Fall, beziehungsweise mir hat es dieses Jahr sogar noch fast ein bisschen besser gefallen, einfach weil der Inhalt bei beiden Boxen echt super war dieses Jahr. Aber wie gesagt, da gibt es die Tage nochmal ein ganz gesondertes Fazitvideo zu, wo ich dann auch nochmal wirklich ganz konkret aufzählen werde, was hat mir gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen und wo ich auch Punkt für Punkt mit dir durchgehen werde, was hätten die einzelnen Sachen jeweils gekostet und was für einen Wert habe ich am Ende zusammen gehabt und hat sich dadurch der Kalender gelohnt oder nicht. Aber wie gesagt, das kommt alles noch, das ist Zukunftsmusik. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal noch einen schönen heiligen Advent und schöne Weihnachtsfeiertage und sag ciao!